Ja, zum Abschluss des Themas partielle Integration und Substitution noch ein letztes Beispiel. Aufgabe C2, Integral Arcos-Tangens x dx. Okay, das soll mittels partieller Integration und Substitution gelöst werden. Substituieren kann man hier natürlich erstmal nichts, ne? Das heißt, wir machen als erstes eine partielle Integration. Da kann man natürlich auch sagen, ja, welche partielle Integration? Das ist ja gar kein Produkt, ne? Also für eine partielle Integration brauche ich ein Produkt. Dafür mache ich so einen, ja, einen Trick, indem ich einfach sage, okay, ich rechne nicht Arcos Tangens x, sondern ich rechne 1 mal Arcos Tangens x dx. Ja. Ich füge diese 1 ein, um ein Produkt zu haben, und jetzt kann ich partiell integrieren. Natürlich ist es hier auch relativ einfach, was u und was V' ist. Da V' kann nicht Arcos Tangens x sein, weil sonst müsste ich ja davon die Stammfunktion bilden. Ich mache ja die partielle Integration jetzt, weil ich die Stammfunktion von Arcos Tangens x nicht bilden kann. Also muss automatisch das u Arcos Tangens x sein. Und das V' ist 1. So, das heißt, wir brauchen die Ableitung von Arcos Tangens x. Ich gehe davon aus, dass die meisten die nicht im Kopf haben. Deswegen schauen wir einfach mal in die Formelsammlung und sehen, okay, Arcos Tangens x abgeleitet ist 1 durch 1 plus x Quadrat. Gut, dann zurück. Nicht damit, sondern hier. Gleich 1 durch 1 plus x Quadrat. Okay, dann Stammfunktion von 1 ist einfach x. Dann setzen wir in die Formel der partiellen Integration ein und sehen, wir haben Arcos Tangens x dx ist gleich u mal v, also x mal Arcos Tangens von x minus Integral u' mal v. Dann ist das 1 durch 1 plus x Quadrat mal x. Ich schreibe das x mal sofort hier oben drauf. Also x durch 1 plus x Quadrat dx. Und dieses hintere Integral des x durch 1 plus x Quadrat dx, das löse ich jetzt mit Substitution. Okay, hier auch eigentlich klar, was substituiert werden muss. Das x so substituieren, also den Zähler macht hier keinen Sinn. Den Nenner substituieren wir. Ja, also wir sagen u ist gleich 1 plus x Quadrat. Und dann bilden wir die Ableitung, also u nach x abgeleitet, 1 plus x Quadrat abgeleitet ist 2x. Dann lösen wir das Ganze wieder nach x auf. Dann haben wir da stehen, dx ist gleich du durch 2x und setzen das Ganze wieder als Integral ein. Also steht da, wir gucken uns jetzt ja nur den hinteren Teil an, also Integral x durch 1 plus x Quadrat dx wird substituiert. Daraus wird jetzt also Integral x durch u mal du durch 2x. X kürzt sich raus. Nun müssen wir also jetzt nicht die Substitutionsgleichung x auflösen, wie bei einer Aufgabe, die wir bis jetzt gemacht haben. Das ist hier nicht nötig. Ziehen wir die 1/2 noch vor das Integral. Also 1/2 Integral du nach u. Okay, was ist das Integral von 1 durch u? Genau, ln Betrag von u plus c. Schreiben wir hin dran. Okay, dann folgt noch die Rücksubstitution. Wir setzen also für u wieder 1 plus x Quadrat ein. Das heißt, wir haben das Integral x durch 1 plus x Quadrat dx gelöst. Das sind dann also 1/2 mal ln Betrag von 1 plus x Quadrat plus c. Und das setzen wir jetzt oben ein. Ich umrahme das einmal. Das entspricht ja dem hier oben. Und das setzen wir jetzt also noch in das Integral ein. Und dann haben wir die Lösung, das Integral Arcos Tangens x dx ist also x mal Arc Tangens x minus 1/2 mal ln Betrag von 1 plus x Quadrat plus c.
Okay, das war's bei der Aufgabe. Ich hoffe, Sie haben jetzt die Themen partielle Integration und Substitution gut verstanden. Im nächsten Video kümmern wir uns dann um das dritte Integrationsverfahren, was wir anwenden, das ist die Integration.